Also das anscheinend letzte Tutorial erstmal. So, die nächsten. Dieses nächste Level ist nicht sehr praktisch. Achso. Plattformen sind zu weit weg vom. Sind zu weit weg. Ne, sind zu weit vom Weg entfernt und Standardtürme werden die Gegner nicht erreichen können. Mann, ich glaube, ich brauche eine Brille. Der Scharfschützenturm ist gut für das Zerstören von Gegnern in der Ferne geeignet. Baue einen Scharfschützenturm auf der Plattform. Wow, wenn ein Scharfschütze dafür nicht gut geeignet wäre, dann macht er was falsch. So, das haben wir jetzt schon unseren zweiten Turm freigeschaltet. Scharfschützen. Kostet aber auch 80. Ist deutlich teurer. Der Scharfschützenturm verursacht hohen Schaden, dreht sich dafür aber langsam und hat eine geringe Angriffsgeschwindigkeit. Genau. Drehgeschwindigkeit, ein wichtiger Punkt tatsächlich. Weil nicht so wie in anderen Tower Defense Games, wo die Türme einfach das Ziel in Reichweite angreifen, müssen die sich auch noch in die Richtung drehen. Jeder Turm hat natürlich eine unterschiedliche Drehgeschwindigkeit und sind deshalb mehr oder weniger praktisch. Beim Wechsel eines Ziels braucht der Scharfschütze Zeit zum Zielen. Häufiges Wechseln vom Zielen kann diesen Turm äußerst ineffizient machen. Das ist die turmspezifische Zielerfassungsgeschwindigkeit. Das hat nur der Scharfschütze, soweit ich weiß. Das ist die hier. Wie ich gerade gesagt hatte, man kann Türme natürlich verbessern, den hier nicht. Dann erhöhen sich die Statistiken hier, die Charakterstatistiken. Je nach Verbesserungsstufe unterschiedlich, mal nur Schaden, mal alle, mal nur Reichweite. Oh, außer die goldenen. Die goldenen kommen wir noch dazu, gleich. Die werden nämlich tatsächlich anders gelevelt. Da hat man es gesehen. Der Turm hat ein Level gemacht. Kein. Türme erhalten Erfahrung für das Töten von Gegnern. Verursachtem Schaden. Türme erhalten Erfahrung für das Besiegen von Gegnern. Stufen von Türmen beeinflussen deren einzigartige Charakterstatistiken. Einzigartige Charakterstatistiken haben eine goldene Farbe in dem Turmmenü. Das sind die zwei hier. Einige Plattformen können Boni auf Türmen geben, die auf ihnen platziert werden. Probier mal diese neue Plattform mit Erfahrungsbonus aus. Diese Plattform erhöht die Menge an gesammelter Erfahrung stark. Es ist eine gute Idee, sie so schnell wie möglich zu nutzen. Du hast nicht genügend Münzen für neue Türme, aber du kannst den bestehenden Scharfschützenturm verkaufen, um einige deiner Münzen zurückzubekommen. Genau. Man kann den Turm einfach wieder verkaufen. Man kriegt die Hälfte wieder. Der hat 80 gekostet. Kriegt 40 wieder. Kann ihn jetzt darauf hinstellen. Dadurch kriegt er halt doppelte Erfahrung. Er hat gesagt, stark, er hat 4 Ecken. Deswegen stärkster Erfahrungsbuff. Gibt es auch in unterschiedlichen Stufen. 1 Ecke, 2 Ecke, 3 Ecken, 4 Ecken natürlich. Und zwar ist es Welle besiegen. Hallo? Greifst du mal an? Danke. Ja, toll, jetzt werde ich genervt. Ja, das muss ich ausschalten. Türme erhalten neue Fähigkeiten, die ihre Effektivität in den 4., 7. und 10. Level deutlich erhöhen. Dein Scharfschützenturm hat Level 4 erreicht. Jetzt kannst du seine erste Fähigkeit wählen. Genau, jeder Turm hat auch noch zusätzlich unterschiedliche Fähigkeiten. Nicht so eine passive Fähigkeit, sondern eine Auswahl. Man kann von den 4 wählen. Auf Level 4, auf Level 7, auf Level 10, Level 20. Und die sind echt unterschiedlich und teilweise spielentscheidend. Also, man sieht hier, der ist drei unterschiedliche Fähigkeiten, die wir gerade wählen können. Durchdringen den Geschosse. Kugeln durchdringen Feinde und fügen den Feind dahinter 65% Schaden zu. Ist ganz lustig, wenn der zum Beispiel hier platziert wäre. Man stellt den auf ersten oder nächsten Gegner. Ich schieße hier in die Richtung. Trifft ein Ziel, tötet es und die Kugel fliegt einfach weiter. Und tötet das Ziel vielleicht auch. Kann sehr viel Schaden rausrücken, aber wenn er immer nur ein Ziel trifft und das nichts dahinter ist, halt verschwendetes Level. Schaden
mal 1,25. Charakterstatistik erhöht sich dann der Schaden. Ganz einfach. Genauso in der Reichweite. Die Reichweite erhöht sich dann einfach. So, weil der hier platziert ist, nehme ich mal einfach den Schaden. Weil das der stärkste Multiplikator ist auch. So, jetzt heißt es nur noch Fälle besiegen. Oh, Spielgeschwindigkeitsknopf. Wechselt die Spielgeschwindigkeit zwischen einfach, zweifach und dreifach. Halte den Knopf für wenige Sekunden gedrückt, um das Spiel zu pausieren. 1, 2, 3 und Pause. Es ist keine vollständige Pause. Wie ihr seht, es bewegt sich noch alles ganz langsam. Da kann man also schön was machen. Und hat mal auch einen Überblick, wie sich die Sachen noch bewegen. Wenn man eine vollständige Pause will, einmal hier oben drauf drücken. Dann bleibt alles stehen. So, ja genau, wenn man den Knopf hier sogar gedrückt hält, kriegt man so eine Autostart-Taste. Der startet die Wellen dann nicht komplett automatisch, sondern erst dann, wenn die vorherige komplett getötet wurde. So kriegt man auch immer noch so einen Bonus. Der ist zwar meistens nicht lang, aber besser als gar nichts. Ja. Das war's fürs Erste. Das waren die Tutorial-Levels. Beim nächsten Mal gibt's dann 1.1. Je nachdem, wie lange die Level dauern, entweder 2 pro Runde, 2 pro Folge oder eine. Vielleicht auch 3, entscheide ich dann spontan. Ich denke mal, ich werde so bei 20 Minuten sein. Außer eine Runde dauert länger. Ist halt so. Ja, Musik ist gut. Musik ist immer noch nervig. Ja, wie ihr seht, es gibt hier viel noch zu tun mit Trophäen. Als kleiner Teaser. Das ist der Forschungsbaum. Das bezahlt man mit Sternen, die man aus den Leveln bekommt. Und das hier sind so Continue-Buffs. Da muss man ein gewisses erreichen. Hier schon 5 und so weiter. Aber später. Und das hier sind halt so Bäume für die einzelnen Türme. Es gibt ja auch eine Daily-Belohnung. Ja, und eine tägliche Herausforderung. Die ich am Anfang aber noch nicht machen würde. Also die tägliche Beute schon. Die tägliche Herausforderung nicht, weil das ist einfach nur komplettes Chaos und ich glaube, man hat sogar alle Türme. Das Game ist an sich verfügbar auf Steam und im Google Play Store. Das heißt, man kann es auch einfach unterwegs zocken. Man braucht dafür kein Internet. Kann es auch offline spielen. Gar kein Problem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder dabei. Mann, bin ich nervös. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn euch Spaß gemacht hat, mich beim Erniedrigen zuzugucken, oder mich beim Lächerlichmachen zuzugucken, lasst doch einen Like da und folgt mir. Man sieht sich beim nächsten Mal. Oder hört sich, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Ciao.